Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Enderal. Ich will doch noch mal kurz hier im falschen Hund vorbeischauen. Vielleicht ist der Hehler ja noch da. Vielleicht können wir noch ein bisschen Zeug andrehen. Wäre ja ganz schön. Yep, hi. Nee, ist er nicht, Spielmann. Da. So würde ich mich bezeichnen. Sagen wir es so. Ja, das hatten wir doch alles auch schon mal gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, was ihr meint. Lasst mal sehen. So, was können wir denn hier alles mal loswerden? Hier, der Mana-Trank kann weg. Das war's auch schon. Sonst haben wir keine gestohlenen Gegenstände da. Der hat aber auch eine ganze Menge Geld. Von daher... Der ist auch gar nicht mal so viel wert, sehe ich gerade. So toll ist der gar nicht. Das kann weg. Das kann weg. Das kann auch weg. Und die ganzen Roben können weg. So, schon haben wir wieder 800. Hatten wir hier noch irgendwas? Ja, genau, die Schlachtaxt. Frostschaden. Haben wir schon einen Frostzauber? Ich weiß es noch gar nicht. Ist sogar immer so viel wert, sehe ich schon wieder. Der Jagdbogen kann weg. Dich behalten wir noch mal kurz. Jo, ich denke, das dürfte es dann erstmal gewesen sein. Hast du noch etwas Interessantes? Wir hatten noch ein paar Dietriche. Ah, bisher geht's aber noch, muss ich ja zugeben. Goldbarren jetzt nicht unbedingt. Du hast noch Bücher. Was brauchen wir? Am sinnvollsten wäre, glaube ich, hier Einhandkampf noch, oder? Gesellenbuch, Fernkampf hat er nicht. Schade. Na gut, der hat jetzt eher so die Schleichsachen halt. Ja, leichte Rüstung, Rhetorik wäre aber vielleicht noch eine Idee. Haben wir das schon auf 25? Weiß es gar nicht. Glaube ja schon. Ambrosia hätte er noch. Brauche ich im Moment ja noch nicht so unbedingt. Benutze ich ja selten. Das sind unsere Sachen, glaube ich, alle. Die ihm verkauft haben. Ja. Sichere Straßen. Gut, ich denke, das soll es dann erstmal gewesen sein hier mit dem Händler. Dann geht es hier nochmal durch. Und wir schauen mal, was das mit dem verrückten Stadtgardisten so geworden ist. Ob das unsere Kapitänin war, die ermordet wurde? Also wie gesagt, die, bei der wir halt auch auf dem Schiff waren. Dann waren wir wohl nicht die einzigen blinden Passagiere. Naja. Fremdländer, wohin man schaut. Wohin soll das noch führen? Ist mit euch so? Messer. Irgendwas zu sagen? Malfas, nope. Verzeih mir meine Worte, aber was zum Henker soll diese Maschine auf dem Sonnentempel? Unter der Trochessa wäre das nicht geschehen. Ach, haben die die... gut, klar, die haben die jetzt wahrscheinlich hergebracht. Die Maschine, und wir müssen die wahrscheinlich dann reparieren, denke ich mal. So, wir speichern mal und schauen uns dann hier mal um. Ach, genau, wahrscheinlich waren das die, die wir schon mal erledigt hatten. Nein. Ja. Das können wir doch eher mitnehmen. Hier im alten Wasserwerk. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen das Problem auch bei Dings damals.
Wer bist du? Ah, okay. Warte gerade schon. Nur ein Heilige Scheiße. Dafür wirst du brennen, das schwöre ich dir. Pfotentanz, okay. Auf Wiedersehen. So, sonst noch jemand? Na genau, hier können wir nochmal kochen. Mal vielleicht auch bei Gelegenheit. War hier noch irgendwas Interessantes? Nee. Lächter von Ark. Nehme ich einfach mal mit. Genau wie das. Ach, guck mal, Stab der Erdung. Habe ich den beim letzten Mal übersehen? Wahrscheinlich, ne? So gründlich war ich dann ja wohl nicht hier. Ja, ich glaube, da haben wir nichts mehr Interessantes. Ah. Ein Buch der Träume und Visionen. Nö. Was hatte Wein nochmal gemacht? Ausdauer. Warum nicht? So, dich hatten wir schon geplündert. Die Truhe seltsamerweise noch nicht. Noch mal ein bisschen, da waren wir schon dran. Wahrscheinlich bin ich auch wieder ohne Fackel durchgelaufen. Und hab die Hälfte übersehen. Okay. Die können ja was bringen, die Teile hier. So, du hast nichts so Interessantes. Du? Auch nicht wirklich. Die bringen halt ein bisschen was. Na komm. Haben wir Platz im Inventar? Ah, sieh meine an. Was liegt denn da einfach so rum? So, Schlösserknack bitte. Hat sich ja dann doch noch gelohnt hier. Nö, keine Säge. Dann können wir eigentlich auch wieder gehen. Bauplan. Ich war, glaube ich, echt nicht sehr gründlich beim letzten Mal hier. Boah, das ist halt alles wieder respawned mittlerweile. Das kann halt auch sein. Pfeilsammlung, auch nett. So, Salz werden wir brauchen. Dann können wir direkt ins Adelsviertel, das ist praktisch. Dann können wir noch ein bisschen was hier für unser Dings machen. Ich frage mich halt, machen wir noch eine Runde Kopfgeldaufträge? Die sind ja im Moment gerade relativ erträglich und gehen auch relativ fix, muss ich sagen. Von daher ist das, glaube ich, gar nicht mal so dumm.
Was sagt denn die Uhr? Es wird langsam morgen. Dann mal ab zum Marktplatz. Dann gehen wir erstmal das Geld einsacken, das wir jetzt kriegen. Und packen das mal auf die Bank. Oder ja, doch auf unser Konto. Dann schauen wir mal, wo uns der nächste Auftrag hinführt. Na gut, sagen wir, es geht schnell. Also in dem Fall ging es halt gerade schnell, weil wir. Beziehungsweise weil der Auftrag ja gerade hier in der Stadt war. Geld und XP. Haben wir was zum Ablegen dabei? Nö, das wollten wir verkaufen. Genau wie den ganzen anderen Mist hier. Was? An Waffen hatten wir auch nichts Schönes gefunden, oder? So, haben wir noch was? Jawohl. Ura Millentanz ist eine Viehdiebin, die sich vermutlich am alten Leuchtturm an der Bauernküste versteckt. Sie wurde des Nachts bei mehreren Viehdieben und Opferungen beobachtet. Achtung! Es sollte mit wildmagischen Fähigkeiten gerechnet werden. Falls ihr... Also für ihr Ableben sind 250 Endralea Groschen ausgeschrieben. Das ist doch nett. Gut, dann gehen wir nochmal kurz zur Bank. Zahlen mal eine Runde ein. Wie viel haben wir denn im Moment? Auch schon wieder 1000. Keiner da. Messer? Dann zahlen wir auf dem Rückweg ein. Dann gehen wir erstmal die Dame uns noch schnappen. Wir müssen nach da oben. Okay, dann am besten per Myrade. Packe ich dann vorher noch was weg? Ja, komm, wie viel haben wir? Traglast geht eigentlich noch, aber komm, sicher, sicher. Wo die Schuhe gar nicht mal so gut sind. So. Dann mal ab zum Miradenturm. Sind wir schon mal einigermaßen richtig? Geht's hier zum Südviertel? Nö. Dann gehen wir mal zum Fremdenviertel. So, da haben wir das ja auch noch ein bisschen sinnvoll hier erledigt, denke ich mal. Mal fast zum Gruß. Ja, ja, mach du mal. Na. So, Moment, ich muss gerade mal ins Telefon. So, da wären wir wieder. Ging ja jetzt schnell. Ja, schauen wir mal nach, was das wird. Was wir hier noch Schönes finden. Hm? Ja. Müsste mal zum Miradentour. Gut, dass die Viecher auch nachts fliegen. Ach genau, bei Flussheim sollten wohl auch noch ein paar Quests sein, die ich noch nicht gemacht habe. Vielleicht gehe ich da dann auch mal durch. Flussheim und Umgebung, dann dürfen wir dann relativ locker zwei hinkriegen, aber dann haben wir erstmal noch ein bisschen XP gesammelt und ich habe halt noch ein bisschen was vom Spiel gezeigt. Darum geht es mir hauptsächlich. Wir hier möglichst viel noch mitnehmen. Hm? Ja. War ich eigentlich hier schon mal oben? So. Nein. Willst du tun? Schei, oder? Ich glaube aber echt nicht. Ausguck, hier ist aber auch nicht wirklich viel.
Das hat sich nicht so gelohnt, muss ich ja mal sagen. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Das hat mir schon... Was soll ich da groß erzählen? Es sind sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? So, dann bitte einmal... Das war Bauernküste. Taritrara. Ein wenig Lied der Vatüren. Na, Rosa. Na du, dem geht's auch noch ganz gut, glaube ich. Immer noch Nacht hier. Dann hüpfen wir mal einfach hier nonchalant runter. Hoffen wir, wir sind, obwohl, ich weiß nicht, ob wir das schon, ob wir da noch unterpowered sind für den Bereich. Und wir werden es dann demnächst sehen. Speichern könnten wir nochmal die Waffen ziehen. Sicher ist sicher. So. Okay. Das ist der Turm. Blub, 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 blub. Hallo Fass, wir brauchen gerade keinen Hammer. Passt schon. Scheint wirklich in dem Leuchtturm zu sein, die gute. Feuchtes Gewölbe. Hihihi. Aber sie scheint ja hier außerhalb irgendwo oder hier oben wahrscheinlich. Ordentlich rein, die Dame. Die allerdings auch. Au. Mentalistenruhe. So, verschlissenes Elementaristen-Diadem. Warum hast du ein zerstörtes Buch bei dir? Achso, das haben wir auch schon gelesen, oder? Nee, noch nicht. Gut. Lehrlingsbuch Schlösser knacken bringt uns leider nichts mehr. Können wir verkaufen. Die nehmen wir alle mal mit. So, dann würde ich sagen, wir heilen uns noch mal fix. Gebe ich die auf? Ich weiß es gerade echt nicht. Ja, so gut gezielt, ist gut geschult, das macht ja Sinn. Na, verkaufen was, kriegen wir ein bisschen was dafür. So, dann schauen wir uns nochmal das Gewölbe da unten an. So zum Abschluss der Folge. Ich hoffe mal gucken, wie groß es ist. Check. Was war das? Ein Verlorener mit Magie. Uncool. Dann geh doch mal drauf hier. So, danke für dein Zeug. Ich möchte das gerne mitnehmen. Ach, guck mal, eine Truhe. Hat sich ja doch ein bisschen gelohnt, hier nochmal runterzuschauen. Aber das scheint sich ja auch schon gewesen zu sein, oder? Genesungstrank, jawohl. Schlammelementar.
Ich glaube, ja, das habe ich bei Amras schon gesehen. Die sind nicht so wirklich toll, scheinbar. Die Elementarviecher. Na gut, das ging ja dann noch ganz gut. Dann gucke ich mal, wie wir wieder zu dem Myradenturm zurückkommen. Der ist da oben. Vielleicht können wir da dann irgendwo hoch. Mal schauen. Aber an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao.